Die Kölner Geschichte rund um das Geheimnis der Eucharistie ist das Thema der Sonderausstellung »Irdisches Brot und himmlische Speise« im Kölnischen Stadtmuseum. Als Prunkstück der kleinen Ausstellung im Kubus steht eine prächtige Monstranz aus dem Rheinland. Die Monstranz, die wir aus dem Museum Schnütgen ausgeliehen haben, ist eine klassizistische Monstranz, sehr, sehr ungewöhnlich, aus vergoldetem Kupfer. Sie zeigt deutlich die Spuren auch ihrer Zeit. Das heißt, auch eine Monstranz ist immer wieder mal verrückt worden. Sie zeigt einfach diese Spuren, das Kreuz oben ist abgebrochen. Von Leichnamsprozessionen, bei denen die Monstranzen vorangetragen wurden, haben gerade in Köln eine lange Tradition. Dieses Gemälde stammt von Gerd Baukhage. Das ist ein Maler, der eigentlich mehr für seine abstrakten Gemälde bekannt ist. Für Gerd Baukhage, der gerade aus der Kriegsgefangenschaft ein Jahr wieder zurückgekommen war, war das sicher ein sehr freudiges Ereignis. Zur Erinnerung an die erste Heilige Kommunion wurden an die Erstkommunionskinder im 19. Jahrhundert sogenannte Andenkenbilder ausgeteilt. Man hat also immer mehr Wert auf diese Feier gelegt. Und ein Zeugnis dafür sind eben diese relativ großen Bilder, wo also aus heutiger Sicht jedenfalls etwas rührselig, etwas kitschig das Thema Eucharistie in Form vom Abendmahl oder Christus und Johannes vor dem Kelch und vor dem Brot eben dargestellt werden. Ein solches Bild konnten sich die Kinder dann übers Bett hängen und drunter steht auch der Name und wann, das Datum natürlich, dass man sich immer wieder an das Datum erinnern konnte und die Pfarrei, der Pastor. Und es war auch ein wichtiges Zeugnis dafür, aufgenommen zu sein. Einen großen Raum nimmt ein langes Bild, ein längliches Bild zur Gregormesse. Welche Bedeutung hat dieses Ereignis? Dieses Ereignis ist, da ist es nicht genau sicher, in welcher Form, wann es stattgefunden hat. Dieses Gemälde stammt aus unserem Besitz. Es ist Ende des 15. Jahrhunderts entstanden, um 1470 bis 1500. Es stammt sehr wahrscheinlich aus einem untergegangenen Kloster, aus einer Klosterkirche, nämlich der Augustiner Eremiten. Das ist etwa da, wo heute der Kaufhof ist. Es geht um ein eucharistisches Wunder, das im Mittelalter stattgefunden hat. Wir vermuten, dass diese vielen Mirakelberichte aus dieser Zeit eben, dass den Menschen das Geheimnis der Eucharistie näher bringen konnten als die theologischen Glaubenssätze. Auch heute setzen sich Künstler in Köln mit der Eucharistie auseinander, wie ein symbolisches Gemälde von Renate Friedländer farbenfroh demonstriert. Frau Friedländer ist eine sehr religiöse Malerin. Hier hat sie sich mit der Eucharistie beschäftigt, wo ja auch Gaben aus der Schöpfung dargebracht werden, nämlich Brot und Wein. Und das Licht wiederum ist, das Bild heißt, das Licht kam in die Welt, ist für sie ja auch Brot. Denn wir glauben ja als katholische Christen, dass wenn wir eben die Eucharistie empfangen, Jesus Christus selber empfangen, der ja auch das Licht der Welt ist. Eucharistie und Frömmigkeit in der rheinischen Kunst zeigt das Kölnische Stadtmuseum noch bis zum 30. Juni.